Hallo zusammen, hier sind wir wieder mit Shoki Banoki Daily, deine Tagesdosis Wissen. Aber bevor wir anfangen, Folgendes. Happy Birthday to you. Happy Birthday ja. to you. Happy Birthday, you. Simon Rolfes. Happy Birthday, ja. lieber so Sascha. So sieht er aus. Also ich. Happy Birthday to you. Hast du mir nicht eben erzählt, du hättest Geburtstag? Ich habe das Geburtstagskind, das ich vor... Achso, Entschuldigung. Ist der betrunken oder was ist los? Ja, hier, Simon Rolfes, machen wir Simon Rolfes. Dann drück ich mal Simon Rolfes an. Zack, Simon Rolfes, hier Nationalspieler, ist am 21. Januar, ja, heute, ist er geboren und 1982, ne? Ist ja so ein Jungspund. So ein Jungspund, so wie ich, also... komm, das ist egal. Ja, nicht so richtig, aber egal, ja. Ja, in Ibbenbüren ist er geboren. Ja, Leverkusen-Spieler, jahrelang gewesen. Egal. Ibbenbüren, da muss man mal gewesen sein, weil in Ibbenbüren, da gibt es die berühmten... Schnipser. Schnipser, genau. Was gibt's? Die Ibbenbürer irgendwas. Machen wir einfach weiter mit Sport. Am 21. Januar 2006 wirft in den USA der Basketballer Kobe Bryant sensationelle 81 Punkte in einem Spiel. Kobe Bryant spielt übrigens für die L.A. Lakers. L.A. Lakers. Genau. L.A. Lakers ist ja auch so ein Wort, das normalerweise müsste die Polizei nicht irgendwie sagen, pusten Sie mal oder laufen Sie mal in der Linie, sondern müssen einfach sagen, sagen Sie mal L.A. Lakers. Ja, wenn, wenn du besoffen bist, dann sagst du L.A. Lakers. Aber ist das, warum ist das Besonderes, dass er so Kobe geworfen ist? Ist das ein Rekord gewesen, oder? Das ist der zweithöchste Rekord. Der zweithöchste? Der zweithöchste Rekord. Und das war am 21. Januar wann? 2006. 2006. Das ist die zweithöchste Punktzahl, die jemals in der NBA erreicht wurde. Besser war nur noch der Wilt Chamberlain. Der liegt mit Wilt Chamberlain, der liegt mit 100 Punkten etwas vor ihm. Ja, 181. Aber trotzdem sensationell, wenn man weiß, ich habe übrigens früher auch mal Basketball gespielt. Du hast Basketball gespielt? Ja, ich weiß. Also, nee, wirklich, also ich war eigentlich auch nicht schlecht. Ja, natürlich. Natürlich. Ja, konntest du ja zwischendurch. Es gibt ja auch ein paar kleine da beim Basketball. Ja, egal. Ja. Aber Papst Johannes Paul II. Hat 1998 am 21. Januar die erste Reise ins kommunistische Kuba angetreten. Ja, hier sehen wir hier Papst Johannes Paul. Oh ja. Ja. Er war Wojtyla, kennst du? Wojtyla, ja. Genau. Wojtyla. Genau. Und der ist ja nach Kuba geflogen als erster Papst ins kommunistische Kuba. Hat er Fidel besucht? Ja. Hat er Fidel besucht, genau. Ja, genau. 1998 war das. Das war am 21. Januar. Verrückt. Am 21. Januar 1986 wurde der internationale Weltknuddeltag ins Leben gerufen. Ja? Und wir haben uns ja alle lieb. Ne? Ach, komm her, Sascha. Komm her. Nein? Da, Sascha will heute nicht knuddeln. Naja. Nee. Was soll ich tun? Doch, ich knuddel nachher zu Hause. So. Das ist sehr vorbildlich, Sascha. Ja, das war der 21. Januar. Morgen könnt ihr wieder reinschalten. Dann ist es der 22. Januar. Und mal sehen, was da alles gibt. Aber in der Zwischenzeit könnt ihr mit dem Angeberwissen raus in die Welt gehen und knuddeln und... Macht das mal ruhig, ja. Knuddeln und knuddeln. Wie ihr wollt. Cheerio, Miss Sophie. Tschüssikowski.